Ladies and gentlemen, welcome. Here we go. Oh, meine Damen, oh, bitte mal Musik. Papa, beleidigen macht Spaß, beleidigen tut gut. Jedoch kommt's immer darauf an, wie man beleidigen tut. Wichser, Penner, Sackgesicht ist freundlich und beleidigt nicht. Arschloch, Sau und Vollidiot bringt niemanden in Seelennot. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es soweit kam. Ich muss zugeben, ich, der hier hektisch rumlenkt, bin der Auslöser gewesen, weshalb diese Leute runterspringen. Ich mobbe halt gerne Leute und damit ein Hallöchen und grüßt euch zur zweitbesten Serie auf diesem Kanal. Hallo! Bin ich hier richtig zur Fashion Week? Nee, tut mir leid, aussteigen. Wie sieht der denn aus? Der hat's ganz nötig, Styling-Tipps zu bekommen, wie man sich ganz einfach wie Filmstars in GTA online kleiden kann oder einfach nur richtig lustige Outfits anziehen kann, um überall einfach mal der Hingucker zu sein. Jeder möchte dann ein Foto von euch haben oder nicht Gefahr zu laufen, einfach auf der Straße gemordet zu werden. Nur, weil man scheiße aussieht. Das ist die erste Ausgabe dieser Sendung, deshalb möchte ich euch unbedingt bitten, ein Like dazu lassen von jedem. Jeder einzelne Like zählt, wenn euch diese Serie gefällt, damit wir wissen, dass wir mehr machen können, der Snake und ich. Und nach dieser Bitte würde ich sagen, lass den Shopping-Tag beginnen! McDonalds-Outfit, das erste, ja, sehr glamourös. Ein rotes Polohemd brauchen wir dafür, dann müssen wir weiter zu den Kopfhörern gehen. Da müssen wir uns die schwarzen Kopfhörer holen, die Beats-Nachmache sind in GTA. Denn am Drive-In-Schalter hat man ja solche Headsets, um sich mit den Kunden, die mit dem Auto vorbeifahren, zu unterhalten, wenn die sich vorne ganz am Anfang dieser Drive-In-Schalter immer sich das Essen bestellen. Und dazu brauchen wir dann noch eine schwarze, weite Anzugshose, um den passenden Look für die Beine zu finden. Und außerdem, dann können wir eine schwarze Uhr nehmen. Das ist hier allerdings nur die billige, denn ich habe gesehen, ja, als ich mal ausnahmsweise bei McDonalds war, haben die Uhren auf, allerdings nichts Wertvolles. Deshalb müssen wir uns zwar schon was Billiges gönnen. Und dazu brauchen wir dann diese schwarzen Schuhe, einfach schwarze Skateschuhe oder so, wieder mal irgendwas Billiges und fertig ist das McDonalds-Outfit. Warum wird hier geboot? Richtig, weil mich ein McDonalds-Mitarbeiter um eine große Pommes sogar betrogen hat. Deshalb gehen wir jetzt weiter zum Skinhead. Und passend zum Skinhead, aus dem Film American History X, müssen wir uns natürlich diesen glatt rasierten Kopf gönnen, um wirklich so auszusehen. Dann gehen wir wieder mal in den Store und gönnen uns erstmal ein schönes Oberteil. Und das ist hier in meinem Fall dieses Jeanshemd mit den Hosenträgern. Da seht ihr nochmal den genauen Namen. Und dann gehen wir weiter. Langsam aber sicher zu den Hosen und da brauchen wir, ja, ich möchte nicht sagen, eine leicht schwule, eng sitzende Hose, aber ja doch, das trifft schon, weil wir brauchen einen ausgewaschenen Look, den ich hier erzeugen möchte. Und dazu kaufen wir uns dann noch diese billigen schwarzen Stiefel und dann sehen wir genau so aus wie ein Skinhead. Nein, wartet, so sieht er aus. Da ist das Unlogisches im Busch. Was? Die da in der Luft. Ich bin Skinhead, ich bin der Beste. Ich nehme mir meinen Baseballschläger raus und klopp erstmal so richtig auf die Alte rauf. Ja, so muss man es machen. Aber weiter geht's jetzt mit einem gesitteteren Outfit, mit einem richtig geilen. Und zwar Tom Cruise in Top Gun. Erstmal brauchen wir... Ach, was ist das denn? Halleluja, habe ich mich erschrocken. Und zwar brauchen wir diesen schönen Seitenscheitel. Da seht ihr im Bild eingeblendet als Vergleich. Der Seitenscheitel guckt leider in die andere Richtung, aber die Ähnlichkeit ist doch noch verblüffend. Schwarzer Seitenscheitel, sehr schön. Und dann das Pilotenoutfit von, was bei den Flugschulen-DLC dabei war. 23.000 kostet das, falls ihr es noch nicht habt, leider etwas teurer. Dann müssen wir uns die Pilotenbrille holen. Hierzu kann man zwei coole Brillen nehmen, und zwar diese, die ich leider nicht freigeschaltet hatte. Deshalb habe ich einfach die normale schwarze Pilotenbrille genommen. Und damit können wir dann jetzt ganz einfach so aussehen wie Tom Cruise. Mehr brauchen wir nicht. Allerdings habe ich dann noch dieses erweitert. Das sieht dann allerdings nicht so aus wie Tom Cruise im Film, immer als der lässige Pilot. Nämlich ein kleines Soldatenoutfit daraus gemacht. Verschiedenster Nation. Jeder kann sich mit diesem Soldatenoutfit eindecken, ohne sich benachteiligt zu fühlen. Und zwar habe ich mir überlegt, können wir uns doch einfach einen coolen Leinen Hut aufsetzen. Hier einfach den obersten, weil der genau die gleiche Farbe hat wie dieses Outfit.
und dann müssen wir uns einfach unseren Fallschirm ausrüsten und in meinem Fall ist es halt der Deutsche, weil ich aus Deutschland komme. Und dann dachte ich mir, kann man so den Soldaten direkt erkennen, aus welcher Nation der kommt, oder man holt sich einfach einen getarnten Rucksack. Es gibt ja auch noch schwarze, sonst welche komischen Naturfarbtöne. Somit kann man dann einen Rucksack haben, als wäre man ein Soldat, der gerade wandert. Aber natürlich sieht das noch viel echter aus, wenn man sich dabei eine passende Waffe holt. In meinem Fall die neue Sniper. Und das sieht richtig geil aus, wenn ihr damit patrouilliert. Das sieht so geil aus wie so ein echter Soldat. Vor allem, wenn ihr noch so einen getarnten Rucksack habt, dann seht ihr so aus wie so ein richtiger Soldat. Und das war's von den Outfits. Da seht ihr sie noch einmal zusammen. Der McDonald's-Mann freut sich, dass er mich um eine große Pommes betrogen hat. Deshalb klatscht er. Ich find's nicht gut. Wenn euch diese Serie gefällt, wie gesagt, bitte zeigt's in Form eines Likes. Das würde mich riesig freuen. Und dann wissen wir, dass wir unbedingt mehr davon noch für euch bringen müssen. Und es gibt auch wirklich richtig gute Filmklamotten, die wir euch noch zeigen können. Oder auch einfach lustige Klamotten. Deshalb ist eure Unterstützung hierbei sehr wichtig. Snakes Kanal ist natürlich nochmal in der Videobeschreibung für die, die bei ihm die Ausgabe nochmal sehen wollen. Und das war's jetzt wirklich vom Video. Like nicht vergessen. Bis dahin, euer Ja. Gotta be fucking kidding.